Ja, servus, ihr lieben Leute von heute. Hier spricht der Schnatzer Horsti. Ich bin da hier mit Poppy Sweeting. Die ist ganz sweet, weil sie süß ist. Deshalb heißt sie auch Sweeting. Und ja, und Poppy, weil sie gerne... Egal. Ihr lieben Leute. Es geht einmal weiter hier in der Höhle der Schnatzer. Irgendwo sollen ja Schnatzer sein. Das finde ich fein. So, machen wir das alles einmal kaputt hier. So, was haben wir da? Extra, überall, da die ganzen Ranken und Zanken und keine Ahnung was. Bombarda, mach auf die Hütte hier. Aber schauen wir mal, da haben wir irgendwas. Keine Ahnung, ihr Lieben, ich war da noch nie. Ich wette, dass das nicht wirklich eine Sackgasse ist. Ja, aber ja. Wie kommen wir weiter? Ja, ich... Oh mein Gott. Ein Rätsel! Es schaut zumindest so aus, Leute. Da oben haben wir einen Würfel. Da ist eine Sonne, da ist eine Flamme. Ach, Schach, du Ande! Wartet mal kurz, ich brauch das da. Accio! Wingardium Leviosa! So. Keine Ahnung. Bam. Accio! Wingardium Leviosa! Muss man das irgendwie da raufstellen? Ich hab keine Ahnung! Was ist das da oben? Accio! Wingardium Leviosa! Oh, Entschuldigung! Oh, hallo! Wartet mal ganz kurz. Flamme! Flamme! Das muss ich, da muss ich wahrscheinlich irgendwas anderes finden. Jetzt schauen wir mal, weil da drüben war ja auch noch was, ne? Ah, da ist eine Kiste mit Gold drin. Das finde ich, Junge, cool. Schauen wir uns da mal um ein bisschen, Poppy. Lumos. 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 Was ist da los? Okay. Bombarda. Nö. Incendio. So, damit das da oben halt aufgeht. Lumos. Lumos. Was ist denn da am Boden, hey? Ich hab keine Ahnung. Hallo? Ein Gold, ein Wahnsinn. Eine Münze! Lumos! So, da haben wir untersuchen. Wer auch immer das hier erbaut hat, hat gerne gelesen. Ja. Und die Bücher handeln alle von Tierwesen. Naja, das ist auch gut. Das wäre was für deine Oma. Und wie? Ich kann es kaum erwarten, ihr davon zu erzählen. Ja, ja. Ich verstehe es. Revelio. Lumos. Jo. Keine Ahnung, was das sein soll. Lumos. Eigentlich anscheinend gar nichts, ne? Ja, dann gehe ich wieder zurück, Leute. Lumos. Also ich habe keine Ahnung. Erst, ich weiß nicht, wie man das jetzt irgendwie da aktiviert, weil da muss hier noch ein zweiter Würfel irgendwo sein. Wo das sein soll, das weiß ich nicht. Ich weiß schon wieder zu... Leute... Warum liegt denn das wieder da? Hä? Accio. Wingardium Leviosa. Das muss doch da rauf. So, Leute. Da. Ich hab keine Ahnung. Da ist ja nichts mehr. Lumos. Lumos. Ah, ich hasse diese Rätsel. Ah. Wartet mal kurz. Leviosa. So. Darauf, ne? Oder? Was ist da? Lumos. Hä? Da ist doch gar nichts. Revelio. Okay, da hinten soll noch was sein.
Darauf, okay, wahrscheinlich da irgendwas. Dann kommen wir mal her. Akio! Wingardium Leviosa! Komm, da hier. Leviosa! Ich muss noch mal kurz darauf, Leute. Ich weiß nicht. Vielleicht gibt's da oben was. Da, Leute, na bitte! Da haben wir das nächste. Na, schaut's mal, das ist einfach. So, runter damit. Gibt's da drüben noch irgendwas? Nö. So. Und jetzt? Leute. Muss ich das jetzt irgendwie... Hat sich da was geöffnet? Hat sich da was geöffnet, vielleicht? Lumos! Lumos! Okay. Accio! Wingardium Leviosa! So. Accio! Wingardium Leviosa! Leviosa! Mal schauen, dass wir da rauf springen. Ich weiß nicht, was da oben ist jetzt. Okay, da kann man nicht rein. Ach, so rätselig, wie das Ganze hier ist. Das war's schon? Leerer quadratischer Rahmen. Sonst gibt's da nichts. Revelium. Was machst du da oben? Accio. Wingardium Leviosa. Runter da, komm, darfst ruhig springen. Also ich weiß jetzt nicht, da kann man auch nicht rein, schätze ich mal. Jo. Da hat sich da jetzt was get... Leute, die sind schon wieder weg. Schau da mal. Warum? Also, das stellt sich immer wieder zurück. Vielleicht umgekehrt. Ich probiere es nochmal umgekehrt, Leute. Akio. Nein, komm her. Vielleicht musst du dahin. Akio. Nö, voll nicht. Vielleicht muss man es umkehren. Jetzt muss ich mir das von da oben wiederholen, aber... Wingardium Leviosa. Ach Gott, Leute. Entschuldigung, dass ich das jetzt so lange brauche, aber irgendwie ist das total blöd. Leviosa. Muss ich den Dreck von da oben wiederholen? Ich glaub's ja nicht. Akio! Ah, jetzt geht's. Darauf? Wartet mal kurz. Akio. Hey, schau doch mal. Wingardium Leviosa. Das muss so hin und vielleicht... Akio. Muss ich das,
Ja, die gehen dann automatisch darauf. Geh weg, Poppy! Ja, tut mir leid, aber das ist lächerlich, wie du dich aufführst. So, Flammen. Ins Handy. So. Akio. Lumos. Lumos. Und das da, was... Hier in der Nähe sonst noch irgendwo Symbole? Bombarda. Bombarda. Vielleicht, oder das da. Impulso. Oh, nö. Psch, Leute! Vielleicht... Flipendo? Ich muss das Ganze hier mal das Ganze herholen. Flipendo! Ja, das ist ja schon angezündet. Schaut einmal. Die brennen ja. Der brennt innerlich zumindest. Incendium! Leute! Das habe ich kaputt gemacht. Wie mache ich das? Was ist das da? Descendo? Descendo! Irgendwas muss ich da machen. Okay. Vielleicht das da? Defender. Nö, Leute, wie mache ich denn das? Confringo. Mit was mache ich das, Leute? Expelliarmus. Nö. Expelliarmus auch nicht. Leute! Was zeigt das an? Das ist eine Sonne! Das dürfte richtig sein, weil das dürfte ja mit Flammen gefüllt sein jetzt. Schauen wir mal, ob sich da was getan hat. Defender. Akio. Leute, passt. Glazio war das. Cool. Das war Eis und keine Sonne. Leute. Ach, bin ich doch doof, ey. Jetzt ehrlich. Nein. Na gut, dann gehen wir rein. Hallo? Sieh dir das an. Was denn? Da unten sind das Schnatzer? Da, oder? Was ist da los? Ein Rätsel gleich dem nächsten. Das ist ja Wahnsinn. Das ist so dermaßen fies, Leute. Was war das? Nicht toll. So viel ist sicher. Nein. Okay. Leute. Das war da. Was macht ihr da, ihr Vögel? Soll weg mit dir. Vielleicht. Oh. Bam. 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 Oh.
Bam, weg mit euch! Bombarda! War doch klar, ja, dass die da sind. Verletzt. Ich wollte zurückkehren, bevor es zu spät ist. Uns geht's gut, aber wärst du nicht rechtzeitig gekommen? Ich hab sie hergeführt, Doran. Du hast mit uns gegen deine Art gekämpft. Ich bin froh, das gesehen zu haben. Ja. Jetzt glaube ich, was sollen wir sagen. Sie sind es, die ich sah, Alec. Beende deine Arbeit hier, Bruder. Noch nicht alles, was du vorhergesehen hast, ist geschehen. Leute. Jo. Na gut, Leute. War doch klar, dass die Wilderer irgendwie auch hinter den Schnatzern her sind. Und es war höchste Eisenbahn, dass wir da jetzt wirklich hergekommen sind, Leute. Also länger warten hätten wir nicht dürfen. Wirklich, es ist krank. Ja, da müssen wir darüber. Sperre die Türen zum Zufluchtsort der Schnatzer auf. Rein da! Sonne, Mond und Sterne, das hab ich so gerne. So, geh mal rein da. Jetzt aber rein hier. Jetzt aber rein hier. Jetzt. Da sind sie. Oh, schau doch mal die Eier. Jetzt müssen wir nur noch den Zauber brechen. Und ihr wollt, dass wir... Ich wollte immer nur, dass sie sicher sind. Und das sind sie. Du solltest das tun.
Schau doch mal an, Alter! Voll süß und schlüpfen! Schnapser! Bei Merlin, wie wunderbar! Oh. Nur wohin mit ihnen? Sie brauchen noch Hilfe. Und sobald jemand von ihrer Rückkehr erfährt... Ihnen wird nichts geschehen. Die Zentauren sorgen dafür. Das schwöre ich. Danke, Doran, für deine Hilfe bei der Suche und deinen Einsatz. Die Ehre gebührt ganz allein dir, Kind. Die Wilderer hätten das nie getan. Vergiss das nie. Ja, sind wir mit den Zentauren befreundet? Na, das ist ja lustig. Ihr habt heute mutig gekämpft. Ja. Erlaubt uns, ab hier zu übernehmen. Wenn es dir nichts ausmacht, Doran, würde ich gern bleiben und noch etwas Zeit mit den Schnatzern verbringen. Cool. Na süß. Ah, Leute. Ich finde das cool. Ah, nur noch ein bisschen fehlt auf Level 32. Level 34 braucht man ja, um die allerletzte Queste überhaupt in dem Spiel zu machen, das mit dem Hauspokal. Ja, dann komme ich ja hoffentlich bald irgendwann einmal hin, Leute. Oder? Was sagt ihr? Ah, ist das süß, ihr Lieben. Schaut einmal, die Schnatzer da drin. Ja, ist das lieb. Schaut einmal. Hallo Schnatzer. Ach Gott, ist das süß. So herrlich. Ja, ihr Lieben, dann sind wir mal fertig, würde ich sagen, ne? Mit dieser Folge. Und ja, ich werde auch mit der Session jetzt Schluss machen. Und jetzt haben wir das, auch die Aufgabe erledigt, mit den Schnatzern. Ach, herrlich. Ich weiß nicht, ob die Poppy dann von mir noch was will. Oder ob die Questreihe mit der Poppy beendet ist dadurch. Das werden wir dann sehen in den nächsten Folgen auf jeden Fall einmal, wie es dann weitergeht. Und ich würde mal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, für eure Ohren, für eure Augen und für eure Geduld und Zeit natürlich. Game over, bis zum nächsten Mal, euer Horsti. Ciao.